So, hier sind wir wieder mit Let's Play Together Feed the Beast Minecraft in der dritten Folge. Und jetzt sind wir hier immer noch wie in der letzten Folge am Minen und weiter geht's. Hier ist eine Truhe. Ich guck mal, was hier drin ist. Kupferbarren, Goldbarren, ein Block von Stahl, eine Brechstange, ein bisschen Kohle und ein bisschen Brot. Brot kann ich gut gebrauchen, den Rest nicht, also noch nicht. Nimm trotzdem mit. Klar. So, die Truhe nehme ich auch mit und hier habe ich Blei. Ich habe völlig vergessen, wofür man Blei gebrauchen kann. Aber ich fürchte, das kann ich mit meiner Spitzhacke noch nicht abbauen. Saphir auch nicht. Nee. Wo bist du eigentlich? Ach, da hinten bist du. Ich amüsiere mich gerade über Schienen, die in der Luft standen. Die habe ich aber jetzt weggebracht. Hier ist noch so ein komischer Wasserfall, den ich versuche entgegen zu. Entgegenzukommen. Also es gibt eine Menge an Stoffen hier, Mineralien. Wo man sich erstmal so ein bisschen im Klaren sein muss, was die bringen. So, ich glaube, ich bin gleich endlich wieder bei dir. Ich vermisse dich schon völlig. Natürlich. Wo gehe ich denn mal hin? Nein, das war meine Spitzhacke. So, soll ich mir eine aus Stein oder eine aus Eisen machen? Kannst du einen aus Eisen machen und dann gleich hier das ganze Zeugs, Rubin und sowas abbauen. Wofür braucht man Rubin? Das ist besser als Eisen für Spitzhacken und so. So, dann packe ich hier ein Stück Kohle rein und dann 15 Eisen, aber dafür brauche ich 2 Stücken Kohle. So. Jetzt wollte ich gerade weiter Kohle abbauen, aber ich habe ja keine Spitzhacke gerade. Dann baue ich mal hier ein paar Schienen ab. Oh, endlich siehst du mich wieder. So, da ist der Juckdudel. Aluminium habe ich hier. Aluminiumerz. Was hast du für eine Spitzhacke? Ach, du hast schon Eisen, ne? Ne, ich habe Stein. Stein. Ja. Ich bin farbenblind, ne? Echt? Nein. Und meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Dann nimmst du dir Eisen aus meinem Ofen hier hinten, da wo es hell ist. Ja. Ich baue einfach mal alles Mögliche ab, ne? Auch wenn ich nicht weiß, was es bringt. Dann ist dein Inventar gleich voll. Das macht nichts. Ja, dann müssen wir gleich einen riesen Kistenraum bauen für den ganzen Schrott, den wir hier mitnehmen. Ja, das gehört dazu, Apropos ne? Kistenraum, ne? Wir haben ja Buildcraft. Mit Buildcraft hat man so ganz komische Maschinen, die so mit Röhren funktionieren und Items transportieren können, so dass man zum Beispiel über so ein Röhrensystem Items in den Ofen packen kann und Items aus dem Ofen auch wieder rausnehmen kann und dann in eine Truhe bringen kann oder auch sortieren kann, in welche Richtung Items fließen. Man kann auch irgendwie so Wasser sehen, Flüsse auspumpen und irgendwo anders hinpacken. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Wo hattest du jetzt Eisen? Lauf einfach zum Licht.
Kisten hast du nicht, ne? Was? Eine Kiste hast du nicht zufällig, ne? Ich habe eine Kiste dabei. Tu die am besten mal hin, dann tue ich mal meine ganzen Sachen. Nicht blöd. Ja. Dann können wir einfach mal die Sachen, von denen wir weniger haben und die wir nur zufällig gefunden haben, so ein bisschen zusammenschmeißen. Ich pack alles rein, was ich hab. Ja, aber dann ist die Kiste auch wieder gleich voll. Fackeln brauche ich und ein bisschen Cobblestone will ich auch haben. Das sollte reichen, ne? Ich baue hier gleich mal den grünen Saphir ab. Sogenanntes Mal. Ach du Kacke. Ich bin hier in so eine Höhle gefallen. Direkt unter unserem Lager. Du hast, achso, ich habe noch 12 Fackeln. Cool. Ist auch hier unten. Ich bin am Überlegen, ob ich hier runterstürzen will. Okay. Oh, am besten kannst du am besten was runterbauen. Was? Kannst du da was runterbauen? Ja. Warte mal. Aber jetzt musst du weiterbauen. Ich habe keinen Block, an dem ich ranbauen kann. Jetzt schon. Cool. Moment, ich So. mache mir kurz einen Wegpunkt, dass ich weiß, wo die Basis ist. Das sollte ich auch mal machen. Also M-Taste war das, ne? M, Waypoints, New Waypoint, Höhle. Choose Color. Boah! welche Farbe nehme ich denn mal? Jetzt habe ich hier so einen lustigen Text. Höhle. Hast du deinen Waypoint genannt? Lagerhöhle. Lager. Es leuchtet so schön. Dieses Waterfilled Stone kann man dann fürs Zaubern nehmen, ne? So wie das funkelt und so. Ja, die haben irgendeinen Verzauberungseffekt. Ich kann dir einen Tipp geben, wenn du im Inventar bist, halt mal die Umschalttaste gedrückt. Dann zeigt er dir Aspekte an. Weißt du, was Aspekte sind? Ja, das auch, um das zum Verzaubern. Stimmt, das hast du mir erklärt. Ich weiß. Das hast du mir erklärt, wie das funktioniert. Das, Ich habe hier ein bisschen Gold gefunden. Nehme nicht ich auch gleich schlecht. mal mit. Bisschen mehr sogar. Ich habe gerade Lava gesehen. Ich sag mal so, Lava und ein paar Eimer und ein Generator, ne, ein Geothermalgenerator heißt viel Spaß mit Strom. Strom.